Herzlich willkommen zurück zu Paper Mario 2, die Legende vom Millionentor. Nach dem 7. Kapitel. Jetzt hier am Millionentor, wo Prinzessin Peach und Crucius gesichtet worden sind. Und Professor Gumbat ist auch schon hier. Was ist hier passiert, während wir nicht da waren? Ins Ionentor können wir nicht rein. Es ist geschlossen. Professor Gumbat. Du kommst spät, Mario. Die Kerle scheinen auf jeden Fall nicht mehr hier zu sein. Irgendwie müssen sie es geschafft haben, durch die Tür zu kommen. Durch das legendäre Ionentor. Aber wie denn? Wir haben die 7 Sternjuwele. Hier. Hier, wir haben sie. Den Diamantenstern. Oder Diamantstern. Den Smaragdstern, den Goldstern, den Rubinstern, den Saphirstern, den Granatstern. Und den Kristallstern. Ein Souvenir vom Mond. Erhalten nach dem Sieg über Crucillus. Ja, Cortez, Rumpel, Clubon, Crucillus und Logart. Wir haben alle. Dann los. Also Mario, haltet die 7 Sternjuwelen hoch. Gerne. Schau, das Tor. Oh Gott. Endlich wird der Ionenpalast geöffnet. Schnell, bevor der Prinzessin etwas zustößt. Bevor diese Kerle die Welt erobern. Ihr müsst Prinzessin Peach retten. Also Mario, gehen wir. Ja, jetzt haben wir die Möglichkeit, durch das legendäre Ionentor zu gehen. Und dort geht es auch noch weiter. Sogar relativ weit. Ich weiß gar nicht mehr, ob es sogar noch ein 8. Kapitel ist. Das weiß ich gerade gar nicht auswendig. Jetzt haben wir noch eine Insignie. Ich würde schon noch ganz gerne Yoshi aufstufen. Deswegen mache ich mich jetzt schlau. Und alles, was noch zu holen ist, hole ich. Und zeige es euch. Also, bis gleich. Hier, an dieser Stelle, wo wir gegen den Riesenblooper gekämpft haben, kann man nach dem 6. Kapitel, in dem man diese Sprungfähigkeit hier hat, hier oben hoch. Was ich leider vergessen habe zu zeigen. Aber jetzt seht ihr es. Dann mit Bartom das hier sprengen, da von dieser Seite hier immer ein Riss zu sehen war. Und hier befindet sich Verteidiger P. Jetzt schaue ich gerade, haben wir nicht sogar schon einen Verteidiger P? Ne, jetzt haben wir Verteidiger, Verteidiger und Verteidiger P und Verteidiger P. Warte, Moment. Achso, das war KP Plus, alles klar. Gut, und ich meine, dass hier vorne auch noch was war.
Denn hier waren wir ja noch nicht. Man muss sich jetzt hier entlang hangeln. Hier waren wir schon mal mit der Papierbootfähigkeit nach Kapitel 5. Aber da konnten wir letztendlich nur zu dieser einen Plattform. Jetzt können wir sogar zu der hier. Und ich weiß gerade gar nicht, war hier sogar noch eine Insignie? Nein, aber ein Sternsplitter. Mehr ist hier auch, glaube ich, nicht. Jetzt schaue ich gerade mal. Hier rechts war nichts. Okay. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich wieder was gefunden habe. Bis gleich. Ein wunderbares Level-Up. Ja, ich nehme die OP. So, ich habe die nächste Insignie gefunden. Man sieht sie hier, da, dieses Gelbe. Und jetzt habe ich sie. Gut, ja. Wo die letzte ist, weiß ich nicht. Ich muss wahrscheinlich nochmal alles durchgehen. Jedes einzelne Kapitel, weil das hier war die vorletzte Insignie im Spiel. Und die letzte wäre in Großfrostheim im zweiten Raum, ganz rechts im Schnee funkelt sie. Aber die haben wir geholt. Also darf ich nochmal alles durchgehen. Bis gleich. Mal gucken, wo sie ist. Und hier haben wir die allerletzte Shinesprite oder Insigne im Spiel. Und wir hätten sie schon nach dem vierten Kapitel haben können. Sie befindet sich hier an diesem Baum und man sieht sie nicht. Es ist genau hier an der Spukabtei. Gut. Dann machen wir jetzt weiter mit Sternsplittern. Mal schauen. Bis gleich. Wer sieht den Sternsplitter auch? Ja, so, wir machen ja jetzt weiter mit Sternsplittern, die wir übersehen haben. Und ja, hier wäre einer. Wer nicht weiß, wo das ist, wir befinden uns in Rohlingen, hinter den Läden, hier am Galgen, und ja, dann schaue ich mal, wo der nächste ist. Man sieht ihn kaum, aber er ist trotzdem da. Was? Achso. Ich dachte jetzt schon. Ja, wer nicht weiß, wo das hier gerade ist, ich befinde mich in Tulpenbach. Hier in diesem Raum mit den Zahnrädern. Im oberen Raum. Wenn ich jetzt hier nach unten gehe und dann hier durch diese Tür hier gehe, befinde ich mich im Eingangsraum des Bahnhofs. Gut. Dann speichere ich das mal eben kurz ab. Und dann schaue ich nach dem nächsten Sternsplitter. Bis gleich. So, und jetzt zeige ich euch den nächsten Sternsplitter, der meiner Meinung nach richtig blöd ist, weil, also blöd ist der Sternsplitter an sich nicht. Er ist nämlich total einfach und es ist wirklich lächerlich, dass ich ihn vergessen habe. Ja, ich sag da einfach nichts zu. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also nicht beim nächsten Mal, sondern wir sehen uns gleich bei dem nächsten Sternsplitter wieder. So.
So, und hier ist der nächste Sternsplitter. Hier? Ja. Den hatte ich tatsächlich gar nicht im Kopf, aber jetzt kenne ich ihn ja. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich dieses Spiel hier spiele, ja, ob ich ihn dann sofort auswendig weiß, weiß ich nicht. Mal gucken. Gut, bis gleich. Oh, schnell raus hier. So. Der nächste Sternsplitter befindet sich hier. Hier soll ich eine Stampattacke machen. Ja, das stimmt. Da ist er. Gut, bis gleich. So, der nächste Sternsplitter befindet sich hier in Bad Glimmerich. Also ganz ehrlich, sieht man ihn? Also ich habe ihn nicht gesehen. Aber gut, kann ich mitleben. Bis gleich. So, hier in Falkenheim soll es einen Sternsplitter geben. Oder noch einen. In der Bar, hinter dem Tresen, ganz links. Und es stimmt. Gut. Dann bis gleich. Wie man darauf alleine kommen soll, weiß ich auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und hiermit unterbreche ich einmal ganz kurz das Sternsplitter-Sammeln, denn hier ist ein goldener Suseldusel. Suselwusel. Die sind mega selten. Und ich muss ihn scannen. Das ist ein Suselwusel. Sie sind so selten, dass man sie auch legendäre Suseldusels nennt. Maximale KP 20. Angriffskraft 20. Verteidigung 1. Diese Wesen versuchen bei der ersten Gelegenheit die Flucht zu ergreifen. Es wäre gut, eine zu besiegen, aber Vorsicht, sie können auch kräftig zurückschlagen. Okay, besiegt haben wir sie nicht. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass sie geflüchtet ist. Wow. Gut. Und da die Aufnahme gerade einmal, ja, gerade einmal läuft, gehe ich jetzt mal eben ganz schnell zur Spukabtei. Da sich da der nächste Sternsplitter befindet. Ich weiß, für euch war ich da gerade erst. Aber ich... Was? Zum Teufel! Ach du Scheiße. Noch so ein Viech? Ey, eigentlich sind die mega selten. Ich meine, in Kapitel 4 hatten wir so ein Ding nicht einmal getroffen. Okay, ich muss. Es ist besiegt. Es ist besiegt. Wir haben Suselwusel besiegt. Boah, krass. Ach du Scheiße. Wie viel bringt das? Und hier muss man einfach ganz früh drücken. Und am besten gedrückt halten. Wir haben's. Ja, super. Das brauche ich jetzt auch. Angriffskrafterhöhung. Brauche ich jetzt, ne? Brauche ich. Ja. Ja, ist gut. Alter! 40! Okay, das ist krass. No, also, nochmal zur Erinnerung. Die Viecher sind eigentlich total selten. So selten, dass das... Ja. So, das Viech muss ich jetzt austricksen. Mist.
Ich weiß, es ist gerade langweilig. Ich flüchte dann auch gerade mal. So. Es ist halt wirklich nicht spannend. Es ist wirklich... So. Aber wir sind ja jetzt gleich schon bei der Spukabtei. Das müsste jetzt hier das... Doch, der letzte Raum sein. Hä? Achso, ja. Ich muss hier rein. Also, wie gesagt, für euch war ich da gerade erst... Aber, ja, ich mache es letztendlich so, dass ich es euch sortiere, weil, wenn man nach einem Sternensplitter sucht, ach, hier muss ich gar nicht rein, oder? Wenn man nach einem Sternensplitter sucht und dann zur Wahrsagerin geht, dort mache ich das. Hier müsste er eigentlich sein. Ja, hier. Dann sagt die einem das nicht in der Reihenfolge der Kapitel, sozusagen. Ich werde es euch aber sortieren, dass wenn ihr auch die Sternensplitter sucht, mit mir zusammen, oder einfach zusammen mit mir spielt, als im Speicherstand, ganz normal, dass dann, ja, dass das dann sortiert ist und ihr nicht so oft herumlaufen müsst wie ich. Ich bin jetzt hier schon zum zweiten Mal zur Spukabtei gelaufen, obwohl es jetzt zwei Sternensplitter gab, die ich holen musste. Und ja, damit ihr das nicht müsst, schneide ich euch das dann so zusammen, dass es sortiert ist. Gut, und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Sternsplitter. Hier in Falkenheim, in dem Raum, wo Marono und dieser Bandit, der Shy Guy, ach nicht Shy Guy, der Bandit, gefangen gehalten worden sind von Clubone. Dort liegt ein Sternsplitter. Wer immer noch nicht weiß, wo das ist, im Lager der Arena. Ja, und das war's auch schon. Bis gleich. Hier in Düsterdorf befindet sich der nächste Sternsplitter. Die Beschreibung lautete: bei dem Toadhaus. Das Haus links davon, dort hinter. Der Sternsplitter war jetzt hier. Heißt, es müsste sich eher auf das Haus hier beziehen. Aber das ist nicht der Fall. Bis gleich. Hier in Blütenweiler gibt es auch einen vergessenen Sternsplitter. Und zwar hier. In Form einer Bodenplatte. Gut, wo ist denn der nächste? Der nächste Sternsplitter befindet sich hier in Logartsburg. Allerdings, wie man darauf kommen soll, weiß ich nicht. Aber gut, das ist Nebensache. Man denkt, der nächste Sternensplitter sei hier im Düsterdorf. Aber nein, er befindet sich mal wieder an der Spukabtei. Und ich weiß, ich habe zu euch gesagt, dass ich es euch so, ja, sortieren werde, damit ihr, ja, wenn ihr mit mir mitspielt und auch die Sternensplitter sucht, dass ihr dann nicht so wie ich immer hin und her rennen muss. Aber, ja, ich habe ja schon angefangen, das Video zu schneiden. Und, ja, habe dann auch, ja, im Video geschrieben, dass ich dann nochmal neu anfangen müsste zu schneiden. Zwar nicht komplett neu, sondern halt nur so alles sortieren. Und das wäre halt schon, ja, irgendwo unnötige Arbeit, die eigentlich nicht sein müsste. Das heißt aber nicht, dass ihr es mir nicht wert seid oder so. So, warum ich dann jetzt nicht die... Oh. Beruhige dich. Oh nein. Nein. Bitte. Ey, komm, ich wollte... Ja, okay, nee. Nee, das muss doch jetzt nicht sein. Nee, nee, komm, ich habe eh genug Münzen. Was ich eigentlich sagen wollte war... Ja, warum... Oh Gott, das war knapp. Warum schneide ich das dann nicht so, dass ich dann auch... Ja,
erst an der Spukabtei anfange. Aus dem Grund, weil... Nee, du kannst mich mal. Ich komme hier nicht zu Wort. Tut mir... Hallo, ich habe X gedrückt. Ja, klar. Und wovon träumst du nachts? Ich komme nicht zu Wort, es tut mir leid. Ciao. So. Ja, warum fange ich nicht direkt an der Spukabtei an? Weil ich das euch nämlich nochmal sagen wollte. Vielleicht werde ich es euch in die richtige Reihenfolge schneiden. Ich glaube aber eher nicht. Ich kann da nur sagen, dass ich es beim nächsten Mal besser machen werde. Und ja, das heißt, dass ich dieses Spiel auf jeden Fall, und das wusste ich auch schon vorher, dass ich dieses Spiel zu 100% dicker Wahrscheinlichkeit noch einmal Let's Playen werde. Und zwar wieder zu... Was ist das denn für ein Kameradenarsch? Na, Kameradenschwein. Hab ich denn... Oh, Gottes Willen. Stachelschildorden. Wo hab ich den? Ist drin, alles klar. Du bist echt ein Arsch. Vor allem für die kriege ich ja keine Sternpunkte. Deswegen lohnt sich das einfach für mich nicht. Weißt du, wenn ich zumindest so 2, 3, 4 Sternpunkte kriegen würde, ne? Warum ist der eigentlich wieder da? Den habe ich doch besiegt. Gut. Ich befinde mich an der Spukabtei und speichere vorher. Ich speichere vorher. So, jetzt habe ich hier schon wieder 4 Minuten unnötig gequatscht. Es tut mir leid. 2 Kämpfe. Es ist unnötig gewesen. Absolut unnötig. Es tut mir sehr leid. So, wir sollen hier in den Brunnen. Und dann in der Empore... Weiß... Oh, du meine Güte! Bei der Empore mit den 4 Fackeln, hieß es. Rechts hinter der Säule. Mama. Oh Gott. So, hier brauchen wir Barbara. So wie damals. Oh, wir kommen auch nicht mehr wieder zurück. Okay, so. Bei den 4 Fackeln. Ach so, ich weiß wo. Ja, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Und habe ich schon mal erzählt oder gesagt, dass ich die Spukabtei nicht mag? Ich hasse sie jetzt nicht, aber ich finde sie... Oh, ich weiß nicht, ob es der ein oder andere weiß, aber mit Grusel und... Ah, 1, 2, 3, 4. Oh. Oh, ich wollte nur die Fackeln zählen. Jetzt habe ich den schon. Das hier ist eine Säule? Das da. Hier, also hier. Das hier. Ist eine Säule? Das ist ein Spalt zwischen den Fenstern. Aber doch keine Säule. Und vor allem wäre ich jetzt so blöd gewesen und wäre jetzt hier in den Raum vor uns gegangen. Vor allem, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Oh oh. Oder ist das, ist hier eine Tür? Ah nee, das ist der Raum mit dem... Ja, ja. Ich finde cool, dass der Papagei hier immer noch ist. Obwohl Rumpel längst besiegt war. Auch wenn wir ihn im 6. Kapitel nochmal wieder gesehen haben. Dieser Rumpel ist einfach abgehauen. Ist... Was lässt mich denn niemand hier raus? Es ist alles so sinnlos. Alter, der arme Vogel, der hat uns ja schließlich geholfen. Okay, den hab ich. Gut, ich wusste ihn jetzt nicht auswendig, aber ne, großer Raum, Bodenplatte. Alter, der arme Vogel. Ja, aber dass Rumpel ein Schwein ist, das wussten wir auch schon vorher. Auch wenn wir nicht wussten, wie er hieß. Also ich wusste es natürlich, aber... Gut. Dann... Oh nein, geh weg. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim nächsten Sternsplitter wieder. Der nächste Sternensplitter befindet sich hier in Falkenheim.
Und zwar in der Arena. Und ganz kurz nebenbei. Ja. Das ist eine neue Aufnahme. Also nicht neue Aufnahme in dem Sinne, dass ich das schon mal versucht habe aufzunehmen und es nicht geklappt hat. Sondern, ja, bis gerade eben, also für euch jetzt im Video, bis gerade eben. Hier sollte es eigentlich sein. Irgendwo soll hier eine Bodenplatte sein. Ja, also für euch im Video war bis gerade eben, ja, das war ein älteres Ich. Und ja, seit dem Sternensplitter von gerade eben bis zu dem ist in echt für mich sehr, sehr viel Zeit vergangen. Hier soll irgendwo eine Bodenplatte sein. Hier ist auch nichts drin. Okay. Also es hieß, in der Stadt, in den Wolken, in der Arena. So, da befinde ich mich. Links an der großen Tür. Achso, links an der großen Tür. Ja, okay. Hab ihn. Alles klar. Also, ne? Das sind jetzt sozusagen neue Aufnahmen. Ich meine, Aufnahmen ist relativ. Das sind ja immer nur so kleine Clips, die ich jetzt hier aufnehme. Und die ich dann letztendlich zusammenschneide. Und ja. Dann sehen wir uns gleich beim nächsten Sternensplitter. Der nächste Sternensplitter befindet sich hier in Großfrostheim. Und zwar ganz rechts im letzten Haus. Also hier in diesem Haus von... Oh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Bob um... Hier ist General Bob um. So. Hier in dem Haus... Wo wir schon mal drin waren. Seht ihr ihn auch? Jetzt, wo ich weiß, dass hier einer ist, habe ich ihn auch direkt gesehen. Ja, es heißt hinter den vollgestopften Kisten. Ja, gut. Also, ich hätte ihn eigentlich sehen müssen. Schon damals. Aber naja. Der nächste Sternensplitter befindet sich hier in Blütenweiler. Und zwar heißt es bei den Blumen und den Schmetterlingen. Ich würde mal sagen, das ist hier. Und hier soll eine Bodenplatte sein. Und das ist auch der Fall. Aber den Sternensplitter habe ich schon. Hä? Warum sagt mir denn die Wahrsagerin einen Ort, wo ein Sternensplitter war, den ich schon habe? Oder heißt das, ich hab jetzt alle? 21. Ich meine, das heißt ja nichts. Ich könnte mal bei dem Sternensplitter-Händler schauen... denn wenn ich mal alle Preise zusammenrechne. Nee, das ergibt keine 21. Ich war vorhin da. Der kostet 8, der kostet 10. Nein, nein, das sind ja schon 18. Und 3, nein, nein, nein. Hä? Okay, dann muss ich der Sache wohl nochmal auf den Grund gehen. So, ich bin wieder im Blütenweiler, weil die Wahrsagerin mir das jetzt schon zum dritten Mal gesagt hat. So, Deutsch. Schwere Sprache, ne? Deutsche Sprache, schwere Sprache. Bei dem Haus des Wächters. Ich dachte immer, damit ist der Bürgermeister gemeint. Bei den Blumen fliegen Schmetterlinge. Das ist jetzt auch hier der Fall. Hier ist aber keine Bodenplatte. Auch wenn hier... Schmetterlinge fliegen. Jetzt waren wir vorhin hier vorne. Okay, hier sind auch Schmetterlinge, aber ne, gut.
Hier ist eine Bodenplatte. Diesen Sternensplitter haben wir aber schon. Ja, jetzt frag ich mich, was soll das? Dann ist mir eingefallen oder aufgefallen, des Wächters. Er ist ein Wächter. Hier sind Schmetterlinge. Und tatsächlich. Hier ist noch so ein Ding. Und auch dieser Sternensplitter war mir vorher, also bis vorhin, unbekannt. Bis jetzt. Normalerweise denkt man, die sind so schlimm, die Sternensplitter, dass man gerade die sich im Kopf behält, damit man nie wieder den gleichen Ärger hat. Aber Leute, wir reden hier über mich. Das können wir vergessen. Der nächste Sternensplitter befindet sich hier im zweiten Kapitel im großen Baum der Bubus. Und zwar soll dieser... Ja, doch. Dieser Sternensplitter soll sich über den Raum mit den Seifenblasen befinden. Wenn meine Erinnerungen mich jetzt nicht trügen. Heißt das so? Keine Ahnung. Ist das hier der Raum mit den Seifenblasen? Genau. Und der Raum darüber, bei der Röhre eine Stampfattacke machen. Aha. Tatsächlich. Hätte man finden können. Also, ja, obwohl der Raum ist klein. Die habe ich wahrscheinlich nicht nach Sternsplittern gesucht. Und wenn, dann nur hier. Ja, ja. Nee, ist in Ordnung. Wir haben ihn. Der nächste Sternensplitter befindet sich im großen Baum, da wo wir das Sternjuwel bekommen haben, beziehungsweise nicht ganz bekommen haben. Hier haben wir es das erste Mal gesehen, sagen wir es so. Es ist eigentlich, ja, wie im zweiten Kapitel schon gesagt wurde, ganz unten im Baum. Ich habe euch zwar jetzt nicht den Weg gezeigt, wie man hier hinkommt, aber... Es ist ganz, ganz unten. Man muss immer die Röhre nach unten nehmen. Immer. Dann kommt man hier hin. Und dann heißt es, der zweite Grasbüschel von links. Das wäre ja dann der hier. Das ist der aber nicht. Der zweite Grasbüschel von links. Oder ist der hier? Haben wir den schon? Es hieß nämlich ganz unten. Und weiter nach unten geht es nicht. Dann bekam man das Sternjuwel. Aber das hier ist definitiv der zweite... Büschel. Nee. Oh doch, und wie der Sternsplitter hier ist. Nur, dass er nicht ganz unten ist, sondern hier. Ganz unten, also, ne, bin ich immer weiter nach unten gegangen. Und dann kommt man nämlich in diesen Raum, wo wir hier gerade waren. So, jetzt habe ich mir gedacht, ja, vielleicht haben die bei der Übersetzung oder was auch immer sich da vertan und es war dieser Busch hier. Dieser Busch war es hier. Wie man darauf kommen soll, man flüchtet ja vor Kruzillus. Man flüchtet ja vor ihm, vor der Zeitbombe mit dem Timer. Wie man darauf kommen soll. Erstens während der Flucht und zweitens auch jetzt die Beschreibung von der Wahrsagerin ist fragwürdig.
Im großen Baum der Bubus, etwa vor der blauen Zelle. Oder zwischen? Was hat er denn jetzt gesagt? Oder in der blauen Zelle? In der blauen Zelle. Da stand aber etwa vor der blauen Zelle. Ich weiß, falsche Betonung. Die Übersetzer, ne? Von Nintendo sind... Damals ging es eigentlich noch. Und da das ein Spiel von damals ist, ist es eigentlich noch okay. Aber auch hier sieht man wieder... Manchmal haben sie auch schon damals geschlampt. Aber glaubt mir, Leute. In Let's Plays von mir. Oder von anderen Let's Playern. Von neueren Nintendo-Spielen. Ist das Ganze nicht anders. Wenn man diesen Sternsplitter ganz offensichtlich sieht, beiß ich mir in meine kleinen, knackigen Arschbacken. Es heißt nämlich, im düsteren Dorf, Düsterdorf, beim umgefallenen Baum. Ich weiß, wo das ist. Und zwar hier. Hinter der Röhre. Man sieht ihn nicht. Man sieht ihn nicht. Aber er ist trotzdem da. Wie oft war ich jetzt schon hier? Und musste bis zur Spukabtei. Dreimal. Wie soll ich diese Sternsplitter auswendig lernen? Das ist überhaupt nicht möglich. Ich meine, ein paar weiß ich, weil ich das Spiel halt mehrmals durchgespielt habe. Oder halt mehrmals bis zu einer bestimmten Stelle gespielt habe, aber... Naja. Dann sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Sternsplitter. Und schon wieder musste ich zur Spukabtei laufen. Ja, diesmal in dem Raum mit den... Ja... Mit der verschiebbaren Treppe. Und zwar ist hier eine Stampfattacke. Ach. Eine Stampfattacke, die muss ich ausführen. Eine Bodenplatte mit einem Sternensplitter. Ich kann schon nicht mehr reden vor Wut. Als die Wahrsagerin mir diesen Sternsplitter versucht hat zu beschreiben, wusste ich genau und sofort, wo das ist. Und das Erste, was ich mir dachte, war... Warum habe ich, Idiot, den nicht geholt? Ich weiß, dass hier einer ist. Alles sehr merkwürdig. Aber, naja, wir befinden uns ja auch schließlich in der Spukabtei. Der nächste Sternensplitter befindet sich hier auf der Isla Corsaria in der Piratenhöhle des 5. Kapitels. Es heißt... Oberhalb des großen Wasserfalls, der sich hier vorne befindet, ist eine leuchtende Rampe. Ja. Stimmt. Oh, falscher Knopf. Das stimmt auch. Man muss einfach immer weiter nach rechts gehen und dann irgendwann hoch. Dann kommt man hier hin. So, und dann heißt es, muss man sich hier rechts halten. Hier waren wir. Im 5. Kapitel. Und hier soll eine Bodenplatte sein. Aber... Das stimmt gar nicht. Ich glaube, da war damals ein Verteidigerorden drin. Ich weiß es aber nicht mehr. Moment, ich hab das... Moment. Ich hab's mir aufgeschrieben. Ein wenig rechts davon.
Machst du dort eine Stampfattacke? Ach so, man muss nicht ins Wasser. Alles klar. Man muss nicht ins Wasser. Steht zwar da nicht, aber ich bin halt davon ausgegangen. Ich hatte schon wieder meine Zweifel. Sternensplitter. Gut, mal sehen, wo der nächste ist. Und wieder zu Isla Corsaria. Diesmal ist der Sternensplitter nicht in der Höhle, sondern ganz, ganz kurz davor. Ganz knapp vor. Das heißt jetzt nicht hier in diesem Eingangsbereich, also da drin, sondern hier. Rotbärt und Blaubart hießen die, glaube ich. Vor dem ersten Felsen. Hat man ihn gesehen? Ich kannte ihn nicht. Also, ich habe mir schon mal ein 100% Let's Play von diesem Spiel angesehen und dieser Sternsplitter war mir bis jetzt unbekannt. Aber gut, das müssen die Entwickler wissen. Ich meine, vielleicht hat man ihn auch gesehen, aber ganz ehrlich, ich bin da so oft lang gelaufen, aber andererseits, ich bin auch schon so oft zu Spukabteil gerannt und den Sternsplitter hinter der einen Röhre bei dem umgefallenen Baum, den habe ich ja auch nicht gesehen. Der nächste der nächste Spermasplitter, ja, ganz toll. Jugendfrei! Der nächste Sternensplitter befindet sich hier am Raum vor dem Ionentor. Und zwar in dem Raum in der schwarzen, also, ja, mit der schwarzen Truhe. Und mal wieder eine Bodenplatte. Gut. Ich muss ganz ehrlich sein, ich dachte, den hab ich schon geholt, aber ganz ehrlich, den kann man noch vor dem ersten Kapitel holen. Das ist ein bisschen, weiß ich nicht. Also wenn ich dieses Spiel nochmal, wollte ich sagen, remake. Ha, wenn mir das möglich wäre. Hui, das wäre schon geil. Aber nein, wenn ich dieses Spiel noch einmal let's playe, und das wird passieren, dann werde ich nicht jedes Mal zur Dings rennen. Zur Wahrsagerin. Ich werde mir dieses Video hier anschauen und vielleicht auch ein paar Sachen auswendig lernen oder so. Keine Ahnung. Wir werden sehen. So. Ah. Puh. Mal eben einmal kurz zwischenspeichern. So. Gut. Der nächste Sternensplitter befindet sich im Rohlinger Westend. Hinter der hohen Röhre. Welche hohe Röhre? Also, keine Ahnung. Die ist hoch, da komme ich nicht hoch. Warum sehe ich sowas nicht? Oder hat man ihn jetzt gesehen? Hat man den hier so ein bisschen gesehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gut. Wo ist denn der nächste? Also, eigentlich bin ich mir relativ sicher, dass ich diesen Sternsplitter auch habe. Aber, ups, falscher Raum. Aber wie wir gerade feststellen mussten, bei der Spukabtei, hatte ich, oder war ich im Unrecht? Oder lag ich im Unrecht? War ich im Unrecht? Ja, egal. Es heißt, tief in den Katakomben, an dem großen Tor. Wer nicht weiß, dass damit das Ionentor gemeint ist, dann tut's mir echt leid. Links in dem Raum. Also, ups. Also der Raum, und das steht doch in der Beschreibung, wo die Röhre, also die Röhre, die zu den Duellkerkern führt. Was ganz lustig ist, denn hier wollte ich sowieso hin. Und zwar zu diesem Schild. Tiefste Etage 0, okay, Power-Out-Rekord, Sternsplitter, da. Es gibt 100 und es fehlen mir noch 5. Was nicht mehr ganz stimmt.
denn mir fehlen nur noch 4. Und ich war mir sehr sicher, dass ich diesen Sternsplitter hatte. Aber naja. Gut. Ist hier eigentlich noch eine Bodenplatte? Ich meine, ein großer Raum und so? Was ist das denn? Das ist ja wohl... Also, Paper Mario hin oder her, aber das ist geschlammt. Hier, hier ist nichts mehr. Aber gut. Dann auf zum nächsten Sternensplitter. Der nächste Sternensplitter befindet sich... Ja... Hört jetzt gut zu. Im Norden des Westends Rohlingens. Das heißt, hier in diesem Viertel... Oder Kapital, was auch immer. Nee, Viertel passt schon. Rohlingens... Und dann im Norden, am Bahnsteig. So beschreibt es einem die Wahrsagerin. Links bei der Toad-Dame. Das ist eine Toad-Dame, ne? Ist zu erkennen. Ist eine Bodenplatte. Und ja, das stimmt tatsächlich. Diesen Sternsplitter kannte ich vorher nicht. Aber das ist in Ordnung. Ich bin immer offen für Neues. Wenn man nicht zur Spukabtei rennen muss. Aber gut, das ist... eine andere Sache. Gut, bis gleich. In den Katakomben. Hinter dem Zaun. Vor diesem Haus. Zwischen den herumliegenden Säulen. Findest du ihn? Also. Hinter dem Zaun. Vor diesem Haus. Das ist hier. Zwischen den herumliegenden Säulen. Also hier. Nee, hier ist ja nichts. Also, aber das ist ein Zaun. Das stimmt schon mal. Ja. Weißt du, ich latsche die ganze Zeit von Pontius zu... Von Pontius nach Pilatus. Von A nach B. Und von C nach Z. Und dann liegt einfach ein Sternsplitter genau vor dem Haus der Wahrsagerin. Das ist... naja. Aber gut, ab jetzt sind es nur noch 3 Sternensplitter. Oder? Ja, doch. Doch. 3 Sternsplitter. Oder, nee, 2. Ah, 36. 2 Sternsplitter. Gut, mal gucken, wo sie sind. Abfahrt! Sechstes Kapitel! Wir kommen! Oh. Was? Was? Oh, ich hab mich vertan. Ja, der nächste Sternsplitter befindet sich in Abteil 4. Im Glimmerliner. Ja, bei dem Geist. Nahe des Geländers. Das sieht für mich aus wie ein Geländer. Machen wir eine Stampfattacke. Und ja, ich glaube, das war ein Bug. Kriegen wir den vorletzten Sternsplitter. Und jetzt muss ich euch etwas beichten. In... Wie komme ich jetzt hier überhaupt wieder raus? Oh, geil. Der letzte Sternsplitter, der uns jetzt noch fehlt, ist...
ist gemein. Und mit gemein meine ich nicht, dass er schwer zu holen ist, sondern wir können ihn nicht bekommen. Denn der letzte Sternensplitter befindet sich auf dem Mond. Aua, nicht schlagen, nein, nicht schlagen. Wir hätten ihn holen können. Ich meine, klar hätten wir ihn holen können, so wie jeden anderen auch, ne? Den hätten wir, also den jetzt hier aufs Abteil 4 hätten wir auch holen können, aber den kannte ich halt nicht. So, der auf dem Mond befindet sich an einer Röhre und es gibt nur zwei. Eine zum Hauptquartier der Kruzionen und eine, glaube ich, führt... Nee, das kann ja auch nicht sein. Nee, es gibt nur eine Röhre. Das ist die, die zum Hauptquartier führt. In der Nähe da... Ja, in der Nähe dieser Röhre gibt es einen Stein, wo sich dann der Sternsplitter befindet. Jetzt ist es so. Wir kommen nicht ins Kruzionen-Hauptquartier. Ich weiß, es gibt den Teleporter, der ist aber defekt. Jetzt denkt ihr euch, dann kriegt man diesen Sternsplitter ja gar nicht mehr. Nein. Nach dem... Ja, wie soll ich sagen, ohne zu spoilern. Ja, ich glaube, es ist kein Spoilern, wenn ich sage, dass nach Ende des Spiels... Also wirklich nach dem Ende des Spiels, man wieder die Möglichkeit hat, zum Mond zu kommen. Wer dann da den Teleporter repariert hat und ja, fragt mich nicht, das weiß ich nicht. Man kommt auf jeden Fall nach Spielende wieder zum Mond. Über den Teleporter. Jetzt fragt ihr euch, warum kannst du nicht die Kanone benutzen wie damals? Ja, schön und gut. Aber wie kommen wir denn dann wieder zurück? Na, ich meine, klar, das hätte man sich auch schon im 7. Kapitel fragen dürfen. Warum wir uns zum Mond schießen wollen und haben nicht mal ein Rückfahrtticket. Ist mir jetzt auch so aufgefallen, aber... Ja, vielleicht war es auch einfach nur ein Übersetzungsfehler, keine Ahnung. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, da hat Nintendo wirklich ein bisschen geschlampt. Ich meine, die hatten schon eine Ahnung. Die wussten, dass da letztendlich das Kruzionen-Hauptquartier war und so weiter und so fort. Und die mussten ja auch irgendwie zur Erde kommen und dann halt einen Teleporter und ja, ne... Ja, gut. Also, diesen Sternsplitter kann ich leider nicht holen. Erst nach Ende des Spiels. So, und damit endet jetzt auch diese, ich glaube, verdammt lange Folge. Ich weiß es gar nicht mal mehr. Oder, was heißt mehr? Ich muss gucken, wie ich das schneide. Ich schneide das alles einfach zusammen. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine gute Nacht. Und bis zur nächsten Folge bei Paper Mario 2. Die Legende vom Millionentor.